Auf alle meine Mädchen warten neue Chancen bei unserem ersten großen Fotoshooting. Und dafür heißt es, früh aufstehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist es Zeit zum Aufstehen? Morgen! Ja, es ist leider schon soweit. Der Tag hat begonnen. Heidi? Guten Morgen! Oh. Jetzt aber schnell in die Dusche. Psst. Guten Morgen! Und Zähneputzen nicht vergessen. Guten Morgen! Seid ihr denn immer noch nicht aus dem Bett raus? Guten Morgen! Jetzt aufstehen! Es geht los! Bis gleich. Bis gleich. Die Stimmung am Morgen ist natürlich jetzt nicht ganz so krass, weil es einfach zu früh ist. Wer mag schon aufwachen? Ich kenne jetzt persönlich nicht so viele Menschen, die sich so denken, ja geil, es ist früh um 5. Aufstehen angesagt, hier bin ich. Ich bin voll der Sonnenschein in der ersten Minute. Ne? Here I am. Ich will nicht aufstehen. Ich brauche einen Kaffee, ich muss mich noch mal so hinlegen, mein eines Auge öffnen, dann das andere und dann noch mal zumachen und dann noch mal beide gleichzeitig öffnen, ehe ich überhaupt in den Tritt komme. Wir warten hier alle, oder? Unser Modelloft ist jetzt nicht unfassbar groß. Also ich meine, wir haben auch nur 2 Badezimmern und wir sind 25 Mädels. Echt, wer ist denn da drin? Also, liebe Heidi, musst du erst um 3 Uhr Nacht auf uns warten. Aber wir müssen es halt einteilen. Ich weiß nicht, wie es wird, aber man muss es halt hinkriegen, organisatorisch mäßig. Das will ich doch hoffen. Schließlich soll das erste große Fotoshooting meiner Mädchen pünktlich starten. Bestimmt. Ich immer schnell vor, wir müssen da drauf klettern. Ja. Ich weiß. Voll nice. Voll sexy. Das ist meins? Ja. Ich kriege einen kleinen Leuchtturm. Die Klamotten sind so schön. Geil. Ich fühle mich heute voll aufgeregt wieder, so wie immer, weil es das erste große Shooting ist. Ich freue mich mega, weil beim Shooting hat man ein bisschen mehr Zeit, dass man zeigt, was man alles drauf hat. Deswegen freue ich mich mega drauf. Also mit meinem Outfit, ja, fühle ich mich noch nicht hundertprozentig wohl. Wegen dem Ausschnitt hier oben. Das mag ich nicht so gern. Oh, das sieht auch gut aus. Aber fühlst du dich gut drin? Ja, je weniger Stoff, desto besser, Leute. Es geht ja gleich los und ich habe gestern viel geübt, heute viel geübt, jetzt gerade viel geübt. Ich will halt zeigen, dass ich selbstbewusst bin, dass ich stark bin und dass ich auch eben halt dieser Sunshine bin. Es sind viele Motive für einen Tag. Die Mädchen haben heute nicht viel Zeit, um zu performen. Alles soll perfekt sein, denn die Fotos schießt nicht nur ein guter Freund von mir, er ist auch einer der größten Meister an der Kamera. Heute ist einer meiner Lieblingstage, denn heute fotografieren wir mit Regan! It's lovely to be back on Germany's Next Top Model. You need a bit more from your eyes. The thing about modeling in front of a camera is that you have to connect with the camera almost constantly. That's it, that's good. It's gonna be a sad day being over here. I know. And you're over there. I don't know how you're gonna stay over there. I want to hug you. So weit entfernt den ganzen Tag. Das gefällt mir gar nicht.
I'm sad. Die Pandemie hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Show. Aber dank umfangreicher Maßnahmen können wir auch dieses Jahr tolle Shootings und Entscheidungswalks mit den Mädchen erleben. Alle Models, Mitarbeiter und auch die Gäste werden natürlich regelmäßig auf Corona getestet. Und wir halten uns strikt an die Abstandsregeln. Alles in allem ein sehr großer Aufwand, aber das machen wir doch gerne. Denn wir sind froh, dass wir auch in diesem Jahr Germany's Next Topmodel produzieren können und unseren Zuschauern ein wenig Ablenkung vom Corona-Alltag bieten dürfen. Ich bin gespannt, wie das werden wird. Du musst viele Sachen machen heute. You have to do a lot. I know. You're gonna be tired by the I'm end of the day. I'm gonna be knackered. How do I look? You look amazing. Mm. That is the best outfit. Where's it from? Marina Hermannseder. It's nice. Das ist so nice, dass ich das wahrscheinlich nicht wieder zurückgeben werde. Danke dir. Ich habe das mal ganz easy behalten. Das ist aber auch echt toll, ne? The shoes are amazing. Aber gut, ist es ja nicht, es geht ja nicht um mein Outfit heute. Ready? We're ready. We're ready? Yep. Ja, dann können die Mädchen reinkommen und dann können wir ihr mal sagen, was wir heute so Schönes machen. Das ist Rankin! Freut ihr euch oder habt ihr jetzt ein bisschen Muffensausen gerade? Beides! They're excited, but a little nervous at the same time. You have a reputation here in Germany. Oh, don't be scared. Als ich Rankin das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, ja, mega, Hammer, Mama, super geil. Man ist natürlich auf der einen Seite aufgeregt, weil es natürlich Rankin ist. Ne? Wir wissen alle, wie er ist. Und auf der anderen Seite freut man sich natürlich auch, weil es jetzt auch endlich losgeht. Jetzt wird's ernst. Heute machen wir kein normales Fotoshooting. Heute machen wir die riesengroße Mega-Werbung von Germany's Next Topmodel. Also heute machen wir die Poster, die ihr überall in den Bushaltestellen seht, auf Gebäuden, riesengroß. Genau diese Plakate, die machen wir heute. Und den Sendungsopener, der jede Woche immer vor jede Sendung geschnitten wird. Also das ist riesig groß. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, in den letzten paar Jahren habe ich das meistens immer alleine gemacht. Dieses Jahr möchte ich das gerne mit euch zusammen machen. Ich meine, es ist ja schon unfassbar genug, dass wir da sind, aber noch den Opener zu machen und noch so die Ehre zu haben, das erste Gesicht zu sein, das ein Zuschauer sieht, ist auf jeden Fall mega die große Ehre. Ihr seid natürlich super viele Mädchen noch. Ihr werdet es auch alle auf die Poster schaffen. Aber nicht alle Mädchen werden in den Sendungsopener reingeschnitten. Die Mädchen, die ein bisschen langweilig performen, die werden es leider nicht schaffen. Ne, weil die sind dann nicht wirklich die Werbung für die Sendung. Also ich würde wirklich nur die Mädchen rauspicken, die richtig toll und stark rüberkommen. Wir möchten alle mit in den Opener rein und ich freue mich jetzt riesig. Also ja, die Nervosität, die steigt natürlich jetzt dadurch, dass man den Druck so ein bisschen hat, weil jeder möchte ja mit aufs Video kommen. Deswegen müssen wir jetzt alle alles geben. Okay, wer ist die erste Gruppe? Maria, Nana, Chanel, Romy, Dasha und Jasmin. Ja, ihr bleibt hier und der Rest geht ins Backstage. Ja? Wir shooten als erstes vier Plakatmotive mit allen Mädchen. Rankin wird mich wie durch Zauberhand im Nachhinein ins fertige Foto einsetzen. Das Endergebnis kann man ja schon im ganzen Land und online sehen.